Put the place up, yeah, we know what we made of. Can't get enough for you, boo, I'm a chaser. Willkommen zu einem neuen Video und zwar immer noch aus dem wunderschönen Mexiko. Heute ist es richtig windig. Gerade geht's noch, aber für nachher ist noch umso mehr Wind angesagt. Deswegen dachte ich mal, packe ich heute wieder die Kamera aus und wir versuchen heute mal ein paar Kite-Loops in einer richtig hohen Höhe zu schaffen. Mal gucken, was wir sonst noch so machen. Ich werde auf jeden Fall gleich schon mal runtergehen und meinen Neuner aufbauen. Ich hoffe, nachher wird es noch ein bisschen mehr Wind. Also wir sehen uns dann später. Falls ihr nicht mehr wisst, was Kite-Loops sind, dann verlinke ich euch hier oben jetzt ein Video. Da habe ich das eben alles genauer erklärt und eben auch meine ersten Versuche gezeigt. Hier habe ich es jetzt aber auch letztens eben ausprobiert. Die haben auch super geklappt, die Kite-Loops. Nur einmal habe ich den Kite eben zu tief geloopt und dann hat er mich nicht mehr aufgefangen. Und dabei habe ich mir meine Bindung im Board ziemlich auseinandergefetzt. Ich hoffe, das passiert mir heute nicht. Ich habe es jetzt mal ein bisschen fester noch zusammengeschraubt, mal gucken. Aber ich hoffe einfach, es hält. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich unten am Wasser erstmal wieder. So, ich war jetzt gerade schon eine halbe Stunde draußen. Nur leider hatte ich bei der GoPro hier die SD-Karte vergessen. Und ich war auch ehrlich zu faul, um die jetzt noch zu holen. Aber jetzt habe ich eine Pause gemacht, weil der Wind ein bisschen zugenommen hatte. Und da habe ich mir sie jetzt geholt. Deswegen kann es gleich losgehen. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht zu doll. Aber eben gerade habe ich auch noch nicht so viele Kite-Loops gestanden, um ehrlich zu sein. Von so, keine Ahnung, 10 Kite-Loops, vielleicht 2, 3. Weil die anderen habe ich die Landung immer nicht so gut hinbekommen, weil es recht kabbelig ist, das Wasser leider. Aber wir werden es gleich sehen. Ihr seht es gleich in den Aufnahmen, wie es wird. Wenn es zu viel Wind sein sollte, dann springe ich einfach mal wieder nur hoch. Aber ja, wir sehen uns auf dem Wasser gleich. Hey, check it. Hey, check it. Put the place up. So, wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Gestern habe ich leider nicht mehr so viel filmen können. Wie ihr hier im Hintergrund an dem Schild seht, ist es heute aber schon wieder so krass windig. Und ich wäre auch sehr, sehr gerne rausgegangen. Nur leider ist gestern bei einem Sturm mein Board kaputt gegangen. Und zwar nicht, weil es irgendwie runtergeflogen ist oder sowas, sondern durch die Landung auf dem Wasser. Ich habe zwar direkt Crazy Fly angeschrieben und die haben auch gesagt, klar, das nehmen wir zurück, das ist ein Produktionsfehler. Ist trotzdem ärgerlich, weil ich jetzt erstmal kein Board habe, mit dem ich fahren kann. Und erst mal warten muss, bis ich hier irgendwie mir ein neues Board organisieren kann. Heute ist zwar wieder windig, ich kann leider nicht rausgehen. Deswegen werde ich jetzt erstmal gleich ein paar andere Leute vielleicht vom Strand aus filmen, dass ihr vielleicht auch mal eine andere Perspektive auf die hohen Sprünge kriegt und einfach trotzdem noch ein bisschen Action diesen Vlog ist. Also bis gleich unten am Strand. Ihr seht ja zwar nicht mich, aber irgendwelche anderen Leute, die hochspringen. Like the rose when we came out there, we said
dann noch etwas kalt unten mit dem ganzen Wind. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen, jetzt auch beim zweiten Part, obwohl ich da nicht selbst kalt war. Aber vielleicht habt ihr so einmal ein bisschen jetzt sehen können, wie hoch die eigentlich springen. Und jetzt heute war bestimmt richtig heftiger Sturm. Also da wäre ich auch mit meinem eigenen Kite gar nicht rausgegangen, weil der viel zu groß wäre. Also die waren alle so auf 7 Quadratmeter Kites. So einen kleinen Kite habe ich gar nicht, aber ja, ich bin auch, glaube ich, noch kleinere Kites ziemlich weggeflogen. Trotzdem hoffe ich, euch hat es gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!